Während im Innern des Hidespots der Sohn Ricaros und der nicht minder rohe Trapper die Fesseln von Latour und Letrier durchschnitten und so das rot-weiße Paar, dem deutsch-französischen Schurken-Duo, die Fluchtmöglichkeit jederzeit eröffnet hatte, lehnte der kleine Bill Potter an einem Baumstamm und horchte aufmerksam auf jedes Geräusch, das die nächtliche Stille ihm zu Ohren brachte. Er hatte den Posten übernommen, um für die Sicherheit der Gesellschaft zu sorgen. Da vernahm er ein Plätschern wie von eiligen Schritten, die sich im Bach fortbewegten. Er warf sich zur Erde nieder, um den Nahenden besser zu erkennen, ohne selbst bemerkt zu werden. Dieser blieb in seiner Nähe stehen, versuchte, die dichte Dunkelheit zu durchdringen und sagte: Hefker, Attention, Achtung! Ist denn hier kein Mann von der Wache an Bord? Peter Polter, du bist's? Na, was soll ich denn sein, wenn ich der Peter Polter aus Langendorf? Wen hat denn der Könne eigentlich hierher gestellt? Kennt der Peter Polter den Bill Potter nicht und steht doch nur 2 Schuh vor ihm, so lang da wie ein Hickorystamm. Wo sind denn die anderen? Welche anderen denn, alter Smoker? Nun Hammerd und Holbers. Und wie ist's mit dem Fleisch, das ihr holen sollt? Das Fleisch holt euch nur selber und den Dicken dazu mitsamt dem Dünnen. Ihr findet alles bei den Insmen draußen am Fluss, wenn sie nicht unterdessen um ein weniges weitergeraten sind. Insmen am Fluss? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich keine Zeit habe, mit dir ein langes Garn abzuwickeln. Erwiderte Peter Polter dem kleinen Bill Potter. Ich muss hinein zum Körle. Von ihm kannst du nachher alles hören.